Und ich wollte hier jetzt eigentlich den Boden auch mal ersetzen. Gegen, das Holz habe ich nicht mitgenommen. Verdammt. Und hier eigentlich, gegen die Dinger. Groben Feuerstein. Ich habe um die 50, ne, 100.000, glaube ich, schon davon gehabt. Hier. Wo waren die? Hier. Das ist alles voll. Und das wollte ich auch noch ersetzen. Ja, aber sorry, das wollte ich jetzt nicht, dass der Ton auch aus ist. Das war ein Versehen. Meinerseits. Hier würde ich auch einen anderen Steinboden machen wollen. Aber dass ich hier dann eher diesen edlen Holzboden reinpacke. Nein, ich baue jetzt aus Versehen den Stein. So, abreißen wollte ich hier. Jetzt habe ich den Holzboden vergessen mitzunehmen. Den fehlenden. Ach, da war schon der fehlende Holzblock. Okay. Die hatte ich hier, glaube ich. Nicht zu entschuldigen. Ja, ich entschuldige mich trotzdem mal. Kann den Besten passieren. Denn ich finde, hier der Fädelte. Sieht ein, weil es ein bisschen dunkler ist und sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Wir haben hier drunter aber jetzt kein. Doch, wir haben da drunter noch was. Noch Stein gehabt. Kann man sich nicht selbst entschuldigen. Freddy, du bist echt der Burner manchmal, wirklich. So, warte mal. Einen Moment. Das muss ich erlauben, das Wort. Wieso du der Burner bist? Ja, schau dir mal deine Sprüche an, ja? Die sind manchmal genauso stumpf wie meine, wirklich. Wenn ich im Chat bin. Darauf fällt mir jetzt keine Antwort ein, Freddy, was das für ein Spruch sein soll. So, aber was sagst du, wenn so ein dunkles Holz ist, sieht besser aus, oder? Vor allem, wenn wir uns das dann auch von unten ansehen. Ach, wir haben das, den Stein da, den schicken Steinblock. Genau, den wollte ich dann drunter haben. Jetzt fängst du mit dem Badezimmerböden wieder an. So, ich nehme die schicken Dinger erstmal hier wieder weg. So als Vergleich.
Sieht besser aus als das. Das sieht sehr gammelig aus von unten. Deswegen würde ich die hier eigentlich haben wollen. Und dann hoffentlich verschwinden auch diese Steindinger gleich, die da rumliegen. Das Gerümpel. Hi Hel, willkommen zurück. Soweit ganz gut. Ich ändere hier jetzt mal den Boden, dieses Edle. Weil ich mag das. Das sieht eigentlich fast genauso aus wie das, nur ist ein bisschen dunkler halt. Und dann verschwinden, glaube ich, auch hoffentlich diese Steingerümpel da. Keller habe ich soweit jetzt ausgebaut. Also hier ist schon mal fertig. Ich habe meine Wachsfackel vorhin aus Versehen weggeschmissen und nicht mehr wiedergefunden. Ich muss hier nur noch irgendwie die Erde entfernen, die hier rumliegt. Erstmal Pause machen, erstmal was rauchen, erstmal was essen, erstmal was trinken, erstmal Pause machen. Du hast vergessen, noch auf Toilette zu gehen. Dann vom Toilette gehen muss man auch sich erstmal erholen und dann nochmal eine rauchen gehen. So, und weil man dann auch noch vom Toilette gehen hier erstmal wieder durstig geworden ist, braucht man auch wieder einen Kaffee. Warte mal, so. Dann muss man auch Kaffeepause machen, vom Toilette gehen. Und damit man auch den Kaffee hier genießen kann, vernünftig, braucht man dabei noch einen Snack. Holt man sich einen Kinderriegel oder sowas? Keine Ahnung. Oder eine Schokofresh. Und damit man das auch verdauen kann, braucht man eine Verdauungszigarette. Das muss alles mitbedacht werden, ja? Und was auch wichtig ist, man macht erstmal nichts, dann wartet man ab, was passiert. Und vom ganzen Warten muss man auch noch erstmal Pause machen. Ist auch sehr wichtig. So, die Steinchen, die hier rumlagen, sind weg. Ich finde, das sieht so besser aus, nur mir fehlt hier irgendwie was. Wie heißen die Dinger nochmal, die da unten immer, so diese Leisten, die unten sind? Ich komme auf das Wort nicht, aber die fehlen mir da irgendwie. Mal zu sehen, dass ich vielleicht irgendwas finde, dass ich das dort so machen könnte, obwohl. Wie würde das damit denn aussehen? Probiere hier erstmal ein bisschen was aus. Machen wir die wieder da rein. Ich glaube, mit denen wird das wohl nichts in Kombination mit den Fachwerkblöcken.
mir nicht so sicher, wird, wie das am Ende hier aussehen könnte, würde. Ah, okay. Das ist das, was ich bräuchte. Sowas. Mal gucken, wie das dann von außen aussieht, dann gleich. Wenn wir dann hier sowas hätten. Es wird aber draußen auch wieder dunkel. Natürlich. Ich hätte schon gern längere Tageszeiten. Aber so kriegen wir zumindest dieses Dingens da an der Seite. So, einmal schlafen. So, ist schon hell. Gucken wir uns das mal von außen an. Irgendwie nein. Ich glaube, ich habe da ein Problem gleich. Komme ich da ran? Kann ich das wieder? Ich komme da ran. Ich finde, so sieht das von außen schon mal besser aus. Und dann haben wir drinnen das Problem mit diesen, mit der Leiste, mit der Bodenleiste. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Beziehungsweise das richtige Wort dafür fällt mir nicht ein. So, und kann es sein, dass hier vielleicht was fehlt? Hier, dieses Stück habe ich jetzt wieder zurückgebaut, ja. Aber eigentlich will ich oben schon das Holz haben, das dunklere. Hier als Fußboden. Nur mit der Leiste hier werde ich eine andere Lösung finden müssen, glaube ich. Also damit das so was wird. Warum habe ich jetzt gerade geleuchtet? Was war das jetzt? Also ich will schon hier dieses veredelte Holz haben. Ich habe ja mehr als genug davon. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mehr als genug davon habe. Ich werde noch aber diesen schicken Stein brauchen müssen, weil ich hier auch die Decke ändern will, dass sie von unten
nicht das Holz ist, also nicht dieses Holz, sondern dieses, dieses hier ist. Weil das als Decke finde ich viel, viel nicer. Ich mache das jetzt aber erstmal weg, damit ich auch nicht zu früh mit irgendwas hier mache, anfange. Und mich selber noch damit orientieren kann, wo ich damit hingehe. Weil, ich sag mal so, ich habe eine ganz eigensinnige und komische Art, mich beim Bauen zu orientieren. So, und ich habe gedacht gehabt, ich fange ja mit der Taverne hier an. Wo die Gästezimmer sein werden auch. Dass ich die zuerst mache. Ich werde hier noch ein anderes Bett bauen, obwohl noch ein zweites. Falls ich hier auch mal Gäste habe, die mir helfen, so wie dich zum Beispiel, Hel, dass du dann auch einen Schlafplatz hast, wenigstens. Und dass du dann nicht zumindest irgendwie auf einen kalten Holzboden hier pennen darfst. Dann lieber so ein warmes Steinbett. Oder extra um Freddy hier zu triggern, hier lieber Server wächst. Ja, geht auch. Serverwechsel geht auch. Oder um Freddy hier zu triggern, machen wir ein schön, wunderschön Fliesenbett hier. Kein Steinbett, sondern Fliesenbett. Ich werde heute größtenteils eigentlich eh wirklich nur mit dem Bauen beschäftigt sein. Ein Fliesenbett? Weiß ich nicht, ob sowas existiert. Ich habe das Wort jetzt gerade eigentlich ausgedacht oder der Gegenstand. Aber wenn es sowas noch nicht gibt, ist eine Marktlücke. Es gibt bestimmt Kundschaft dafür. So. Gleich haben wir den Flur hier. Den Boden zum Abbauen. Du meinst den hier. Funktioniert nicht. Weil das ja schon fertig Gebäude ist. Den habe ich ja so übernommen. Das funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt hier... Und ich will ja auch das, was hier ist, noch behalten. Wenn ich jetzt was anderes... also, wenn ich jetzt den einfach hier hinsetze, dann sind die anderen Dinger hier quasi weg. Das mit Entfernen funzt nicht gerade. So, jetzt könnte ich entfernen. Oh. Jetzt funzt das. Hey, wusstest du, dass das funktioniert? Dass es diese Möglichkeit gibt? Na, aber so an sich? So an sich funktioniert nicht. Ich muss vorher so machen, beziehungsweise irgendwo was entfernen, damit ich den einen platzieren kann.
Also, so. Dann wieder auf den. Und jetzt ist er da. Jetzt konnte ich komplett wegnehmen. Ich habe so ein Gefühl, ich habe da irgendwo Mist gebaut. Irgendwo habe ich da Mist gebaut. Ich glaube, ich habe zu weit da. Warte mal, da gefällt mir was nicht. Ups. Ich will das ja jetzt erstmal hier doch so. Ich bin da wirklich eher so bei den Räumlichkeiten eher ein bisschen klein. Wenn ich das komplett abreißen würde. Würde ich das wahrscheinlich genauso machen, aber. So, Bett erstmal weg. Dann mache ich erstmal hier nur den Rand. Sorry, dass ich das Wort jetzt hier langgezogen habe, aber ich muss kurz überlegen, was sage ich jetzt? Ich mache jetzt erstmal nur den Rahmen, damit ich mich orientieren kann, so. Ich habe gesagt, ich habe eine eigensinnige Art zum beim Bauen zur Orientierung. Das mit diesen großflächigen Dings, hatte ich gedacht gehabt, das funktioniert nur, wenn man es schon längst gebaut hatte. Ansonsten hätte ich das auch schon längst gemacht gehabt. Aber dass das jetzt quasi nur damit zusammenhängt, dass es, also dass ich einen Block hier irgendwo gebaut haben muss, dass das schon reicht. So. So, der kann. Ich glaube, das funktioniert hier in dem Raum nicht mehr so, wie ich das hätte. Wie ich das haben möchte. Dieser Raum möchte nicht mehr. Ich will hier raus. Ich glaube, dazu kann man nichts mehr sagen. Ich glaube, den Raum habe ich verkackt. Mit diesem Trick. Hier muss ich auch genau. Eins mal den nächsten Raum machen, aber so. Ich glaube, das hier wird mich jetzt noch den ganzen Stream über noch beschäftigen, dass ich hier den Fehler gemacht habe. Obwohl, hier drunter kann ja jetzt nichts sein, ne? Da kann ich so machen. Geht dann schneller.
So. Wo ist mein Bett da? Der ist nicht am Schweben. So, aber hier machen wir dieselbe Strategie. Erstmal den Rand. Einmal weg. Für meine Orientierung. Und ich hoffe, dieses Mal klappt das so, wie ich das in dem anderen Raum jetzt gedacht hatte. Dass ich das schaffen könnte, machen würde. Ich weiß jetzt nicht, was ich da unten abbauen könnte. Ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war, dieses Leuchten. Wir müssen uns aber auch noch, heute wollte ich auch noch irgendwann später hinfarmen gehen. Warte mal, wir können ja jetzt das hier machen. Hier drunter dürfte jetzt nichts sein. Genau. Ich glaube, damit wird es noch mal ein bisschen schneller gehen. Ah, das war ein Fenster, okay. Gut, dass ich jetzt nicht aus Versehen das abgebaut habe. So, komm, noch ein bisschen. So, wie sieht es hier in dem Raum aus? Ich muss da wirklich ganz sicher gehen, dass auch drunter nichts ist. Wahrscheinlich wieder ein Fenster zum Abbauen, das lassen wir. Ich will die Fenster gerne behalten. So, einmal drumherum. Und hier. Nice, dann kann ich jetzt damit wieder ab. Nee, damit wieder abreißen. Nein! Ein zu viel. Was war das denn für ein Dings? War es der hier? Okay.
Okay, hier muss ich damit noch machen. Okay, das war's, das hier, okay. Muss ich ganz sicher gehen, ja? Das habe ich ja vorhin gemacht, das, nur das ist ja bis zu einer gewissen Menge möglich. Also man kann das ja bis zu 4 Gänge zurückmachen. Also wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann machen wir 7, 8, 9, 10, kann man auf der Xbox mit der Taste B machen, also mit dem Xbox-Controller. Das ging sogar 5-mal. Und hier, das waren, glaube ich, mehr als 5 Schritte zurück. Wenn man das mit dem PlayStation-Controller spielen würde, wäre das die Taste Kreis. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Taste es auf dem PC ist. Nee, das war... Ich habe einfach... zu viele Schritte zurück abgebaut. Mehr als ich zurücksetzen konnte. Ja, hast recht, egal. War jetzt nicht schwerwiegend. Alles klar, dann danke für den Lurk und viel Erfolg auf der Arbeit. Lass dich nicht ärgern. Denn du weißt ja, fürs Ärgern bin ich ja zuständig. Es gibt da schon einige Leute, die samstags um 20 Uhr arbeiten. Kellner, Ärzte, Polizisten. Justizbeamte arbeiten auch samstags um diese Uhrzeit, weil in einer JVA, da kannst du zum Beispiel keine Gefangenen samstags um 20 Uhr alleine lassen, weißt du? Polizisten auch, die müssen auch hier immer für im Notfall irgendwie ausrücken oder sowas. Feuerwehr auch. Ärzte auch, also Rettungskräfte eher gesagt. Kellner auf oder sowas in der Gastronomie. Weil Wochenende um so eine Uhrzeit kriegt man ja als Kellner die, die meisten Kunden. So, das weg, das weg, das weg. Ach, du planst schon wieder den nächsten Urlaub, Hel? Bin gespannt, wo es dieses Jahr hingeht. Du bist im Mai nicht da.
Ey, ich hoffe aber, an meinem Geburtstag bist du noch da, ja? Am 4. So, aber lassen wir mal die hier jetzt weiterarbeiten. Die braucht ja Geld. Ein teurer Hobby, sagt da. Da glaube ich wohl. Und bei mir ist es aber auch Ewigkeiten her, wo ich mal das letzte Mal im Ausland war. Ich müsste mir eigentlich auch mal Urlaub im Ausland gönnen. Gibt so viele Länder, wo ich mal. Gibt schon so einige Länder, wo ich eigentlich mal hin wollte, weil ich einfach mal dessen Kultur kennenlernen will, mir das Land mal besser, genauer ansehen will. Es gibt aber auch ein paar Länder, da habe ich ein bisschen Angst vor, dahin zu gehen. In Real-Life-Streams, IRL-Streams. Da bin ich gespannt, wenn du dich machst. So, IL Thailand hätte ich auch gern gesehen gehabt. So. Aber die Länder, wo ich gerne mal hingehen würde, einfach durchgehend Essen zeigen. Also die Länder auf jeden Fall, wo ich gerne mal hingehen wollen würde oder hinreisen wollen würde, sind auch die meisten eigentlich im asiatischen Raum tatsächlich. Also Südkorea würde ich gerne mal besuchen, Japan würde ich gerne mal besuchen wollen. Thailand war bisher noch nicht in meinen Reisezielen, sagen wir mal so. Aber Indien würde ich gerne auch mal besuchen wollen. Dann ein paar europäische Länder, England, Italien, Frankreich. Frankreich war ich bisher ein einziges Mal in meinem Leben, sag jetzt mal so. Und da war ich noch so klein, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Beziehungsweise ich weiß, dass ich in Frankreich war. Nur weil mir meine Eltern das damals mir erzählt hatten. So, die hatten mich und meine Geschwister damals mitgenommen. Beziehungsweise mein Bruder, meine Schwester war damals noch nicht am Leben. Die hatte da noch gar nicht existiert, war, glaube ich, noch nicht einmal in Planung gewesen. Und meine Schwester ist 3 Jahre jünger als ich. Dann überlegt man, wie alt ich war, als ich in Frankreich war. Also klar, dass ich mich daran nicht erinnern kann. So, Italien habe ich glaube ich schon erwähnt, da wollte ich auch mal hin, gerne. Und halt Großbritannien. So, mal gucken, wenn wir hier jetzt den machen. Kurz überlegen, ob das immer passt hier. So.
So, sieht doch schon viel besser aus. Vor allem das hat hier auch so einen schönen Rahmen, finde ich. Ich finde, der Rahmen hat was. Obwohl jetzt würde auch der Rahmen hier auch passen, außenrum. Wenn wir jetzt außenrum doch den. Dann haben wir doch dann drin diese Dinger. Dann kriegen wir die auch hier. Die Leiste außenrum. Dann kriegen wir die. Und das passt dann jetzt doch damit zusammen. Es wird aber auch langsam dunkel. Das heißt, wir müssen das später testen. So, was habe ich jetzt eigentlich im Inventar, was ich nicht brauche? Habe ich für hier irgendwas? Nope. Hier hatte ich was. Was? Dein habe ich doch. Ja. Wir haben 52 Dietriche. Warum haben wir so viele Dietriche? Habe ich für hier was? Nope. Schrott habe ich aber. Ja, zwei Stück. So, Nägel. Metallplatten habe ich dort? Nein. Hier, die Dinger machen wir auch mal voll. So, dann haben wir noch. Das brauchen wir nicht. Das können wir zerlegen. Münzen waren da hinten. Was haben wir noch? Fleisch. Fleisch kommt in den Kochtopf da hinten. Komm, packen wir hier mit rein. Oh, ist wild. Was mit dem anderen Kochtopf? Was hat der da? Der hat kein rohes Wild mehr. Dann soll der mal das hier machen. Okay, jetzt gehen wir mal pennen. Jetzt ist mir viel zu dunkel hier. Vor allem jetzt ist auch hier der Boden sauber, kann man sagen. Liegt kein Schund drauf. Es muss nur dann die Decke hier sauber gemacht werden, ordentlich gemacht werden. Und jetzt will ich dann doch mal ausprobieren, weil wir haben da jetzt diesen Rahmen an Baublöcken. Wenn wir das dann jetzt doch einmal außen rum. Dann ist das wiederum was anderes. So. Apropos Burgen, Freddy, da du ja. Du magst eigentlich auch Burgen? Nur mal so als Frage. Ich habe leider bisher nur ich glaube zwei Burgen in meinem Leben so richtig aktiv mal besucht, sagen wir mal so, und besichtigt. Einmal die in Bad Bentheim. Ist, weil das ja auch nicht wirklich weit von mir ist, sagen wir so.
Und halt einmal die Wewelsburg, einfach als Schulprojekt, sagen wir so, also mit der Schule zusammen. So wegen historischen Hintergrund und ein und so alles. Haben wir uns einmal angesehen gehabt. Also sonst, glaube ich, habe ich bisher nicht wirklich viele Burgen bisher besichtigt. Ah, okay, hier muss ich Stein lassen. Also es gibt aber in Europa schon einige Orte und einige Burgen, die ich gerne mal auch besichtigen wollen würde. Also, beziehungsweise, was mich auch sehr fasziniert, ist halt Italien eigentlich. So zur Zeit der italienischen Renaissance, da hat aber auch sehr viel Assassin's Creed beigetragen, dass ich das besichtigen wollen würde oder will. Und da würde ich schon gerne mal Florenz sehen, Venedig, Rom und so weiter. So, ich glaube, das nehme ich mal kurz weg. Und hier werden wir es, glaube ich, so machen, dass wir erstmal die ganzen Wände hier abreißen. Komplett. Weil drinnen will ich dieses Zeug nicht haben. Katze Kairo, du bist Drago. Ich musste kurz überlegen, hä? Wer bist du? Hast dich umbenannt? Weil, ich musste wirklich kurz überlegen, wer bist denn jetzt du und warum hast du einen Mod-Status? So einen kurzen Schock hast du bei mir verursacht. Hat jetzt kurz gedacht, ich wäre gehackt worden oder so. So, aber ja, Minecraft-Bausimulator. Sims. Irgendwie so eine Mischung aus allem. Altcoin, willkommen zurück. Gegen 5 Orks und 3 Waage gleichzeitig. Ey, das schaffst du locker. Altcoin, ich glaube an dich, ja. Ich durfte kürzlich einen Kommentar entfernen, weil der anfing auch beleidigend zu werden, weil ich da irgendwie gegen keine Ahnung, wie viele Orks immer wieder verkackt hatte. In Gothic 2, in Gothic 2 Kommentar durfte ich löschen. Bei mir. Ah, okay, dann ich sag einfach Kairo, ja? Kairo? Dann sage ich nicht mehr Drago. Dann lasse ich das ab jetzt sein. Dann, Kairo, da dann alles Gute. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin ja auch ab Montag 2 Wochen weg in Therapie. Da bin ich dann auch komplett weg vom PC, vom Handy. Wird es eher schwieriger, glaube ich, für mich, vom Handy wegzukommen.
Oder zumindest vom PC bin ich dann 2 Wochen weg. Kann das zur Not auch verlängern. Ja, die Therapie ist auf jeden Fall das Richtige, was ich jetzt eigentlich brauche. Sagen wir so. Weil, ja, es ist, ich sag mal so, in den letzten Jahren viel Scheiße passiert. Was letztes Jahr passiert ist, da warst du ja selber mit dabei, da hier bei der einen Beerdigung da. Ah, das war jetzt ein bisschen viel da oben. Muss ich so machen. Und sagen wir so, das war nicht die einzige Beerdigung, die ich quasi in den letzten Jahren mitmachen durfte und es einfach irgendwie nicht aufhört und ich einfach psychisch damit nicht zurechtkomme, dass das immer so viele werden. Und daher habe ich gedacht gehabt, so, ich kann mir da alleine nicht helfen, deswegen Therapie. Dann können andere mir helfen, damit zurechtzukommen. Ah, du kannst mich da schon gut nachvollziehen, okay. Immerhin. Ja, das Leben ist halt manchmal scheiße, das kann man sagen. Und wenn man nicht weiß, damit umzugehen, kann man sich entweder darauf irgendwie oder davon eher sich kaputt machen lassen oder versuchen, sich da Hilfe zu suchen, damit man damit zurechtkommt. Und ich habe mich zum Glück für Letzteres entschieden, dass ich mir Hilfe suche. Weil wenn ich dann alleine versuche, damit klarzukommen, sagen wir mal so, erstens sehr, sehr schwierig. Und zweitens will ich nicht wissen, was aus mir dann wird, so wenn ich das versuche, allein damit klarzukommen und was für einen Schaden ich sonst noch bekommen würde. Immerhin habe ich da den Vorteil, wo ich dann jetzt für 2 Wochen hingehe, ich kann zur Not verlängern die Zeit. Wird nur ein bisschen doof sein für diejenigen, die auf YouTube bei mir zuschauen. Dass sie dann vielleicht sogar ein paar Tage gar keine Folgen dann mehr sehen. Und sich dann fragen, so, hä, wo ist denn Max? Warum macht er keine weiteren Folgen und so weiter? Skandal. Moment mal. Ich glaube, hier brauche ich jetzt nur noch die Dachziegel. Nee, warte, da oben. Da habe ich was. So. Einmal tauschen. Und dann packen wir das mal dahin. Sagen wir mal so, Altcoin. Klar, ich habe das da auf YouTube geschrieben, dass ich dann da nicht da sein werde. Aber es gibt tatsächlich Leute, die lesen sowas nicht. Ja, ich glaube auch. Klar, ich habe noch keine große Community, muss man sagen. Aber ich habe da auf jeden Fall einige bei mir in der Community, die wirklich aktiv auch hinter mir stehen, die ich auch regelmäßig sehe. Dazu zählt der Oldcoin, der hier regelmäßig da ist, der mich durch Gothic gefunden hatte tatsächlich. Wo ich auch mal endlich wieder hinterherkommen muss, dass ich da wieder die Streams da mache.
Ansonsten ist der Altcoin auch irgendwann böse auf mich, glaube ich. So. Der Max, der verspricht hier, Gothic geht weiter und dann macht er nichts. Dann kommt er extra hierher zu mir und haut mir auf die Finger. Und dann sagt er, böser Max. Muss kurz überlegen, wie macht man das? Ich glaube, ich hole erstmal die Dings hier. Das muss ja auch noch hier komplett repariert werden. So, Dachziegeln. So, 3000 wird reichen. Ja, die, die mich auf jeden Fall aktiv verfolgen. So, da gibt es auf jeden Fall auch einige, die sind auch einfach still, die sind lurk. Dann gibt es da Leute, die schauen mir eigentlich nur zu wegen gewissen Let's Plays. Also entweder wegen Morrowind oder wegen, beziehungsweise eher wegen Elder Scrolls meine ich jetzt, nicht nur Morrowind. So, jetzt erstmal muss ich das jetzt verstehen. Warte mal, wenn ich jetzt... Ich glaube, das war jetzt noch ein... Ja, also ich sag mal so, mir ist halt mittlerweile egal geworden, wie groß ich auf YouTube bin. So, ich habe, wenn ich ehrlich bin, sehr lange auf andere geguckt gehabt, die vor mir oder nach mir angefangen hatten mit YouTube und wie schnell es bei denen halt bergauf ging, so mit den, also beziehungsweise nicht unbedingt bergauf, aber wie schnell die quasi Zuschauer bekommen hatten, Abonnenten und so weiter. Und habe mich auch davon ein bisschen so runterziehen lassen, sagen wir mal so. Was definitiv keine gute Idee war, sich von sowas runterziehen zu lassen. Und dann habe ich einfach immer mehr und mehr versucht, aktiv aufzuhören, auf solche Zahlen zu gucken. Ich glaube, ich raff das nicht. Ja, bei einigen läuft das halt schneller natürlich. Also, ich sag aber so, mir ist das mittlerweile egal geworden. Ich mache meinen Content für die Leute, die es interessiert. Ich habe Spaß daran. Und ich habe jetzt nicht vor, das mir irgendwie kaputt machen zu lassen. Und da gab es auch schon den einen oder anderen, der versucht hatte, mir das kaputt zu reden, schlecht zu reden. Auch tatsächlich schon einer, ein größerer Creator. Aber da denke ich mir so, die Zielgruppe, die der hat, ist nicht die Zielgruppe, die ich habe. Also, warum sollte ich mir seine Meinung anhören? Klar, er steht da, wo ich irgendwann vielleicht mal hin will. Aber nicht mit dieser Art von Zielgruppe. Funzt das, was ich hier vorhabe? Ich hoffe ja.
weiß jetzt nicht, ob ich die Dächer gerafft habe. Glaubt, das stimmt was nicht. Ich verstehe die Dächer, glaube ich, nicht. Ich verstehe die einfach nicht. Oder liegt es daran, dass das hier kaputte Teile auch sind? Ich verstehe es nicht. So. Okay, hier haben wir es. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich. War einer zu. Nein! Scheiße! Ausgerechnet jetzt! So, wie viel haben wir verloren? Mein Grab liegt noch da hinten. Ey, ich bin noch auf meinem Grundstück gestorben, ja? So, fast hätte ich Bücher verloren, ja? Ich glaube, da hätte mich Hehl für erschlagen. Dass ich hier Bücher verliere. Die sind noch alle heile, ja? Die Bücher? Da ist nichts mit passiert. Ich glaube, ich muss mir das auch einmal von innen ansehen gleich. So, das ist mein Gerüst von drin. Jetzt habe ich Angst, dass ich hier gleich wieder runterfalle. Alles klar, dann viel Spaß im Lurk und viel Spaß bei Elden Ring. Boah, das muss ich auch noch irgendwann spielen. Elden Ring. Ich mache dann aber ein Blind Let's Play draus sogar. Irgendwann. Ich habe das auf jeden Fall schon in meinem Trailer angekündigt gehabt, so Kanaltrailer, dass das irgendwann hier gespielt wird bei mir. Die Frage ist nur, wann?
Beziehungsweise wann tue ich mir das wirklich an? Vor allem, ich bin auch eigentlich gar kein Souls-like-Spieler, Gamer, Zocker. Wie bei mir dann die Frust dann immer höher steigt. Da bin ich auch selber gespannt bei. Jo, ich sag Bescheid auf jeden Fall. Das kann aber noch eine Weile Zeit auf sich nehmen, sagen wir mal so. Weil ich habe noch genug andere Spiele, die ich auch noch vorziehen will. Vor allem, ich darf ja jetzt bald auch noch mir quasi also das Leid mit Götterdämmerung antun. Oder mit Arcania darf ich auch noch drunter leiden demnächst. So, mal gucken. Der war falsch, glaube ich. Was ist denn hier jetzt? Warum ist das? Ich verstehe es nicht. Warum ist es manchmal so und manchmal so? Alles klar, Oldcoin, dir dann auch. Danke für den Lurk. Und viel Spaß noch mit Orks-Schlachten. Und ich hoffe, du schaffst dann die drei Warane. Oder waren es Warane oder Wargs? Muss ich gleich nochmal nachlesen. Ausgerechnet. Ausgerechnet jetzt schon wieder. Ja, ich bin genau wie die Warane oder die Vargs bei dir. Tot. Ich bin genauso gerade. So, aber das können wir wieder rausnehmen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr hier. Ah, ich sehe da was. Ich glaube, daran lag das. Muss ich mir gleich oben noch mal ansehen. Ich glaube, das war das, was ich vorhin nicht verstanden habe. Gibt es hier noch mehr von solchen? Versucht er jetzt mal zu verstehen. Dann gucken wir uns das mal gleich oben an. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass es oben ganz anders, ganz komisch aussah.
So, hier. Hier muss ich auch noch dann dicht machen. Aber wenn es daran liegt, dann habe ich es, glaube ich, verstanden. Wieder zu weit weg. So, was haben wir da? Na, da komme ich nicht dran. So. Hier fehlt noch was. Passt das? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. So. Jetzt, was ist das hier? Wie sieht das drinnen aus in dem Bereich? Ah. Ich glaube, ich hab's verstanden. Gibt's hier noch. Hoppala. Ist hier denn auch noch so was hin? Nee, hier nicht. So, dann wäre es nur noch das hier. Wir gehen aber erstmal pennen. Es ist wieder dunkel. Ich mag die Nächte hier irgendwie gar nicht. Die sind echt richtig dunkel immer. Und hier ist der hier, glaube ich, zu viel. Jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wie baue ich das hier zusammen? Beziehungsweise erst einmal den Boden hier weg. Eine Sache haben wir vergessen, hier ist immer noch so ein Ding, so ein Loch. So, dann hier vielleicht. Ich bin mir da teilweise gar nicht sicher, wo ich hinbauen muss. Da fehlt noch was. Oder? Was ist das? Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen mehr. So.
Jetzt müssen wir eben kurz wieder rein. Haben wir hier... Ne, wir haben gar kein Eingangsloch mehr. Aber hier ist das immer noch so. Ich dachte, ich hätte das gelöst. Nein! Fliegen lernen wir noch. So, hier hatten wir das. Ich glaube, das hing damit zusammen, kann das sein? Bin ein bisschen verunsichert, woran das liegen könnte oder gelegen hatte. Jetzt muss ich irgendwie wieder da nach da oben. Wenn ich hier ein Gerüst hinsetze, müsste ich dann hochkommen. Ja? Wir haben ja noch einiges mehr an Gerüsten. Irgendwo. Ich glaube, hier waren die. Hier haben wir noch 8. Gucken wir mal. Vielleicht liegt es auch irgendwo außen. Ist irgendwo von außen so ein Problem. Autsch. So. Daran lag's nicht. Ich sag nichts dazu. So, sonst so weit, glaube ich, draußen. Erkenne ich jetzt nichts, was da noch fehlt, was da gemacht werden muss. Hier auf der Seite auch nicht. Das heißt, wir können jetzt uns aktiv um den Fußboden oben kümmern. Hier haben wir ja alles. Wir brauchen hier nur noch diese Türen, die mir sehr gefallen. Ich glaube, die Wände müssen wir auch einmal abreißen und wieder neu bauen. Hier zumindest die Innenwände. Außen behalten wir das so, wie das ist. Aber damit sowas hier verschwindet. So. Vor allem hier ist auch noch mal diese Steine. Das falsche Holz. Dann, wenn wir jetzt wieder die Dinger hier machen. Gibt es da einen Unterschied zwischen den heilen und den kaputten Wänden quasi? Also, wenn ich jetzt den hier hinsetze.
Vom Aussehen her. Ne, da erkenne ich jetzt keinen Unterschied. Aber zumindest die Stellen, wo es ein bisschen kaputter aussieht oder wo was Grünes drin ist. Also da gibt es ja immer so kleine Texturdinger hier, die so rausgucken. Vor allem, warte mal, wir müssen ja den Boden so oder so einmal machen. Einmal so. Also zumindest oben rum einmal den ganzen Boden weg. Damit wir die hier einmal austauschen können. So. Und wieder gegen die hier. So, da auch einmal weg. So, so, so. Das falsche Holz. So, jetzt aber. So, dann fehlt es nur noch hier unten der Boden. Das Boden. Mein Deutsch wieder super heute. Hier, die Seite haben wir ja. Hier wird es vielleicht noch fehlen, aber da bin ich mir nicht sicher. Hier müsste ich das ein bisschen anders machen, weil da auf der anderen Seite die Treppe ist. So. Und dann hier unten weg. Ich glaube, da vorne haben wir immer noch das andere Holz, das ich jetzt vergessen habe. Kann das sein? Also die Fachwerkhäuser-Dinger. Pack hier mal eine Fackel hin, damit ich hier... So besser. Ja, hier ist immer noch das Fachwerk-Dings. Das muss auf jeden Fall weg. Obwohl, brauche ich hier die Dinger? Ich glaube nicht.
glaube nicht, dass ich die hier brauche. Glaube ich, hier brauche ich aber eher die Dinger, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Nee, ich pack lieber wieder die anderen da rein. Ich muss mir ganz genau überlegen, wie ich das dann jetzt hier mache. Ich glaube, durch den Stein sieht das viel besser aus. Hier im Innenbereich zumindest. So, hier fehlen noch die paar Dinger. Dann kann hier wieder mit Fachwerkblöcken zugebaut werden. So, und dann haben wir jetzt eigentlich hier überall, außer an der Wand, aber unten die, die Leisten. Mir fällt wirklich kein anderes Wort dafür ein. Die haben, glaube ich, einen Begriff. Hier fehlt jetzt noch die Leisten, sehe ich gerade. So. Und voilà. Haben wir. Oben noch. Wohl, warte mal. Ich glaube, hier kommt schon ein Pilz wieder an. Aber es sind zum Glück nur die grünen, nicht die roten Pilze. So. Ich glaube, wir machen das lieber eher so rum. Damit wir das Efeu hier behalten können. Und dann gleich wieder die Fachwerkblöcke darüber. Dann haben wir diesen Rahmen.
Haben wir jetzt gleich fertig, perfekt. Ah, das kommt ja wieder. Das Efeu ist wieder da. Liegt das am Fachwerkblock? Hier auch. Die beiden waren weg und jetzt sind sie wieder da. Das muss wahrscheinlich wirklich am Fachwerkblock liegen. So, dann nur noch oben den Boden austauschen, beziehungsweise, na, hier haben wir den schon ausgetauscht. Ist nur noch hier. Dach ist auch soweit, glaube ich, alles. Hier hinten nehmen wir alles raus. Ich glaube, ich fange mal das andere Holz schon mal hier hin zu packen. So. Hier oben, glaube ich, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier auch noch Zimmer hinpacke. Vielleicht kommen hier dann eher so Doppelzimmer irgendwie für die Nieden oder die aus den ärmeren Kreisen, sagen wir, nicht niederen, ärmeren, aus den ärmeren Bevölkerungskreisen können dann hier oben Gemeinschaftszimmer mit anderen teilen. Aus den sparsamen Kreisen, Entschuldigung, machen wir so. Das heißt, dann hier einmal abreißen. So. Ich finde es super, dass wir das auf diese Art schon mittlerweile deutlich. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Wo war die Treppe da hinten? Auf diese Art geht es aber deutlich schneller, finde ich. Mit dem Abreißen. Muss ich mich wirklich später nochmal bei Helgen ausführlicher bedanken. So. Passt das? Ich glaube, ich mache mal so. Okay, dann hier auch noch einmal. Einmal alles drumherum. Weg mit denen.
Alles gut, Hel. Dann komm du gut erstmal gut zu Hause an. Also, ich wollte jetzt gleich auch nochmal kurz ein Päuschen machen, weil hier, Glas ist schon fast leer, Energy. Und ich habe hier noch eine Flasche Cola irgendwo, die muss ich erstmal suchen. Also, du kannst ganz entspannt nach Hause fahren erstmal. Du musst jetzt gerade gar nichts machen. Nein, nicht Energy mit Cola. Ich habe hier noch eine Flasche Cola irgendwo. Und ich wollte von Energy gleich weg, sagen wir so. Weil ich habe, glaube ich, für mich ein bisschen zu viel. Weil ich habe hier diese Flasche hier, die Action, jetzt gerade. Weil die günstiger war als der Monster. Weil ich ein bisschen, sagen wir mal so, ich hatte gedacht gehabt, das Ding hätte weniger Koffein, weniger Zucker und so. Aber ich habe da irgendwie absolute Probleme mit dem. Den spüre ich schon richtig, sagen wir so. Und daher wollte ich dann zu Cola wechseln. Das wird ein Abend, ja, da hast du nicht Unrecht. Das stimmt. Bis 4 Uhr morgens. Mal gucken, ob ich das überlebe. Weil morgen wollte ich eigentlich Sachen packen. Und mich dann auf den Weg nach Münster machen. So, Orientierungslinie haben wir gleich fertig. Fachwerkblöckchen. So, hier machen wir auch noch die Dinger weg. So. So, den Rand haben wir. Fehlt noch die Seite. Und hier. Okay, hier drinnen haben wir auch ein bisschen Efeu, was ich jetzt eigentlich nicht drinnen haben wollen würde. Können wir das irgendwie überdecken oder so? Gleich? Ich bin mir nicht sicher.
So, den reißen wir. Und packen den hier hin. So. Und so. Und so. Und die nächste Reihe. So. So. Komme ich bis da hinten hin? Ja. Und dann versuchen wir das hier nochmal. So. Okay, da hinten wird es schwieriger jetzt. Hier muss ich, glaube ich, noch diese Art machen. Kann es sein, dass es wieder Nacht ist? Es wirkt auf mich so gerade ein bisschen. Ah, das war auch noch so ein... Okay. Noch ein anderes Holz. Also das Fachwerkblöckchen. So, das letzte. Dann haben wir den kompletten Boden hier fertig. Dach haben wir repariert. Boden ist fertig. Was wollen wir noch machen? Zimmer wollen wir hier noch oben machen. Und dekorieren, beziehungsweise unten. Was wollen wir unten noch machen? Hier brauchen wir jetzt noch ein paar Zimmer. Vielleicht sogar noch ein Badezimmer oder sowas in der Art. So, die Fackel nehmen wir wieder mit. Was ist denn das? Ja, okay. So, den nehmen wir auch schon wieder mit. Wo ist meine Fackel? Hier. So, hier würde ich vielleicht auch überlegen, eine Tür zu machen oder sowas. Irgendwie nach oben oder vielleicht so zu lassen. Was haben wir denn da? Was ist das und warum haben wir es hier? So, mitnehmen. Einmal kurz nochmal kontrollieren. Deko noch nicht gleich. Ein bisschen später. Ich wollte auch noch hier von hier diese dekorativen Stein machen. Jetzt kann man es eh erstmal nicht sehen. Hier, warte mal. Doch, ist richtig. Hier, den schicken Steinblock. Warte mal, ich mach mal den. Vielleicht jetzt mit der Größe nicht funzen. Vielleicht damit.
Es funzt nicht so, wie ich das gern haben möchte. Aber dass hier zumindest komplett erstmal sowas ist, dann ist Boden bzw. Decke immer zwei groß. Die wichtigen Sachen immer nach hinten schieben. Klar, natürlich. Ich bin der Auffassung, ein Haus muss erstmal stehen, bevor man anfängt zu dekorieren. Aber ich will auf jeden Fall das oben hier an der Decke haben, genauso wie unten das an der Decke haben. Und danach fange ich mit der Deko an. Beziehungsweise, ich mache jetzt nochmal kurz einen kleinen Break, eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns, wird überbewertet, hast du recht, okay. Häuser werden überbewertet. Man dekoriert Häuser, bevor sie stehen. Innenarchitekten machen das, okay. Ja, gut, dann. Ja, ich mache jetzt aber erstmal so oder so eine kleine Pause.